Was geht, meine positiven Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es weiter mit Road to Commander. Im letzten Part haben wir 29 erreicht, wer die letzten Parts nicht gesehen hat. Es gibt eine Playlist von dem Road to Commander und ja, ganz genau, also wir haben im letzten Part sehr viel mit der MSMC gespielt. Ich will halt nicht immer mit derselben Waffe spielen, deswegen ganz ehrlich wechsle ich mich immer ein bisschen aus. Aber ich mag die halt irgendwie, die Waffe. Und ich guck mal kurz. Ich habe leider noch keine Tarnung für die. Boah, hätte ich für die eine Goldtarnung, Alter. Aber mir gefällt diese eine besondere Tarnung viel mehr als die Goldtarnung. Und diese Tarnung hatte ich übrigens auch noch nie. Kirschblüte. What the fuck? Was zum Teufel? Oder Kriegskunst. Wie zum Teufel erhält man die? Hier irgendwie Tarnung freizuschalten ist voll umständlich irgendwie. In MW2 war es immer so, einfach Headshots machen und schon hat man die Tarnung. Hier ist es übertrieben und umständlich. Ich bin zwar nicht der größte Fan von Tarnung, aber ich finde es eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen ganz cool eigentlich. Und ja, hier haben wir die SWAT 556, meine absolute Lieblingswaffe. Für die haben wir, what the fuck, auch noch keine Tarnung. Was zum Teufel? Und die Waffe wollte ich mal austesten, die Elsat. Als ich die letzte Mal ausgetestet habe, war die jetzt nicht so super toll, cool, mega super duper da hin und her. Sie war so mittel irgendwie, aber ja, die FAL eignet sich für mich nicht so gut. Mal sehen. Wir tun die erstmal weg. Und ich bin ja jetzt Level 29. Ja, ich schätze mal, wir warten noch ein bisschen, versuchen ein bisschen aufzuleveln. Wir werden erstmal mit den normalen Waffen spielen. Und lass uns erstmal in den Free for All nochmal reingehen. Ich muss ehrlich gestehen, Free for All ist echt mein Lieblingsspielmodus. Ich weiß nicht, ob ihr so Free for All genießt und wir fangen schon wieder mit Raid an. Nice, im letzten Part haben wir auch mit Raid gespielt. Ich weiß halt nicht, ob ihr so Free for All genießt, aber ich persönlich mag es sehr gerne. Weil man einfach immer auf sich selber gestellt ist, so. Ja, muss ich auf jeden Fall so sagen. Sorry. Okay, Raid. Wir spielen auf Raid. Und jetzt werden wir richtig abgehen. Das kann ich euch versichern, Leute. Ich nehme noch keine Gamer-Position ein. Gamer-Position darf man nur einnehmen, wenn man auch wirklich nicht in der Lage ist, in dem Moment gut zu spielen. Dann darf man Gamer-Position einnehmen, dann ist man gut. Dann wird man besser spielen. Für diese Map ist eigentlich SWAT besser, ja. Ich will ein bisschen aufleveln, damit ich bessere Waffen vielleicht halte. Hallo, ist hier jemand? Oh, da ist hier, da spawnt jemand. Nice, und wetten, er guckt jetzt hier raus. Hundertprozentig. Hab ich doch gesagt, aber er tötet mich sogar noch. Eigentlich hätte ich die ganze Zeit warten müssen. Ich hab was in meiner Nase. Das muss raus. Ja, natürlich, tötet mich. Freier Kill, kein Ding. Bedank dich wenigstens bei mir. Kein Ding, kriegst alle freie Kills. Oh, da ist jemand. Nice Jumps, Digga. Nice Jumps. Respekt, Digga. Jump hin, jump her, jump everywhere. Oh, what the fuck. Ich check gar nichts mehr hier, ohne Scheiß. Nice. Nice, man. Oh, ah! Ich vergesse immer, wie man die S-Mine platziert. Immer. Feindliche Drohne. Jetzt ohne Scheiß, immer vergesse ich das. Wie geht das nochmal? Wie platziert man die? Oh, so geht das. Vielen Dank. Oh, ich kill mich fast selber. Nice. Okay, ich warte jetzt hier einfach. Juckt mich nicht. Ohne Scheiß, ich habe jetzt extra gewartet. Natürlich sieht er deine Secondary, obwohl er ein Sniper ist. Lern zu spielen. Oh, meine Hände schwitzen gerade schon wieder so, weil es hier unfair ist, Alter. Ich verliere hier die ganze Zeit unfair. Nice. Die spawnen hier hundertprozentig. Oh mein Gott, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er hin? Da vorne, hinten, überall gibt es immer 10.000 Sniper, Alter. Ist okay, ich verzeih euch. Also ich kann gerade echt nicht spielen. Muss ich ehrlich gestehen, ne? Nice, versucht auch die SWAT, ha? Ey, spielen wir hier gegen Bots oder was? Mir kommt es so vor, als würden wir gegen Bots spielen. Ja, also genauso spielen Bots, Alter, auf ganz leicht. Respekt, Leute. Ihr spielt ein gutes Spiel, auf jeden Fall. Muss ich ja, ne, sagen. Nice, danke für die zwei freien Kills. Macht weiter so. So, S-Mine hin, S-Mine her, S-Mine everywhere. Danke. Drohne steht bereit. Natürlich kriege ich den Kill erst nach zwei Tagen. Aber ist okay. Man sollte sich mit dem zufrieden geben, was man hat, ne?
habe erstmal ihn gekillt, weil ich immer das Gefühl habe, dass der Sniper nicht so eine große Gefahr für mich darstellt. Was eigentlich immer total unsinnig ist, weil die Sniper sind eigentlich die gefährlichsten. Ohne Scheiß, die Sniper sind wirklich die gefährlichsten. Und das gibt einen 5000-fach Kill, Alter. Wenn nicht, dann, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, kill mich ruhig, hm? Den Kill kannst du gut gebrauchen. Wieso schrei ich eigentlich immer so? Kann ich nicht normal sehen? Bin ich nicht in der Lage dazu, oder was? Bam! Mist! Ich dachte, er wird sterben. What the fuck? Da kommt jetzt hundertprozentig jemand. Tada! Ja, ich meinte natürlich von rechts, aber... Ich wollte es nur antäuschen. Definitiv. Alles wird gut. Tada! Achtung, glaub mir, da willst du nicht lang, mein Freund. Da gibt es eine S-Mine. Nein, ich wollte mich... Ich bin extra gesprungen, damit ich so weit von ihm weggehen kann wie möglich. Oh mein Gott, ich verliere das sogar noch. Was zum Teufel? Das glaube ich jetzt nicht. Diese S-Mine bringt voll Pech, Alter. Das ist definitiv die Schuld der S-Mine, auf jeden Fall. Alles wird gut. Ja, ich habe vergessen, wie man messert. Wie geht das nochmal? Hm, was? Man messert auf B? Wusste ich gar nicht. Und ich heiße entweder, ich kann entweder Taktiksteuerung nehmen und mich immer hinlegen. Natürlich! Den Kill, den ich gebrauchen kann, den stiehlst du mir. Alles wird gut. Auch du nimmst mal Drogen. Wow, ein Kill. Yay! Ich campe nicht. Ich warte taktisch. Oh, er liebt den Boden. Wie süß. Er wollte mit ihm kuscheln. Oh, shit. Nice, er braucht nur noch einen Kill. Ich kann das jetzt gar nicht glauben, dass ich jetzt verlieren werde, oder was? Niemals. Niemals werde ich verlieren. Ich glaube dann. Ich glaube dann, dass ich nicht verlieren werde. Ich muss mein Bestes geben. An die Macht glauben. Da kann ich es schaffen. Wenn ich nur will. Denn wenn ich will, da kann ich es schaffen. Oh mein Gott, Alter. War das eine knappe Geschichte, muss ich sagen. Aber ich habe mich ziemlich gefreut, muss ich sagen, ja. Dieses Aim aber auch. Oh, da kommt er von rechts. Versucht mich zu killen. Warte, Tex Jax. Ah, nee. Ich habe auf Chansas Jin gewartet. Ich dachte, das wäre er gewesen. Schade. Schade. Sorry. Gut, noch ein Spiel. Diesmal mit einer anderen Waffe. Hm. Ist ja nicht so gut gelaufen mit der MSM. Nee, mit der, ne? Hm. Auf jeden Fall eine scheiß Waffe jetzt, ne? Spaß. Ist eine ganz gute Waffe eigentlich. Gut, wir werden erstmal mit der... Oh, ich will die Scorpion haben. Die ist so OP, Alter. Level 46 erst, leider. Gut, kann man irgendwie auch verstehen, ne? mit der PDW. Ist eine geile Waffe auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine geile Waffe, ne? Tja, jetzt halten mich wahrscheinlich einige für behindert. Und wir spielen auf Pot. Und ich gehe nochmal hier raus, weil ganz ehrlich, ich will eine 50 Lobby haben und nicht mit zwei Leuten. Meine Hände schwitzen. Wollt ihr sie abschlecken? Dann schwitzen sie noch mehr. Oh, wir spielen wieder auf Pot. Ich hoffe, das ist nicht dieselbe Lobby wie vorhin. Weil sonst muss ich sagen, dass ich sehr, sehr sauer werde. Yeah, die Lobby ist voll. Ich mag das nicht, wenn die Lobby nicht voll ist. Das nervt immer voll. Gamer-Position musste noch... Doch! Gamer-Position musste da vorher genutzt werden, aber habe ich nicht genutzt. Der ist gerade entgespawnt, aber egal. Da ist jemand. Hey, was geht, Sniper? Ja, kill mich durch, kein Ding. Mach weiter so. Dann sieht sich später, ha? Natürlich, von hinten. Kommt doch von allen Seiten. Oh, Tomahawk-Spezialist oder was? Ah, nee, das war nicht mal ein Tomahawk. Hm? Schon wieder ein Sniper. Ohne Scheiß, die Sniper sind so gefährlich, ne? Ich mag die gar nicht. Vor allem nicht auf dieser Map, Alter. In so einer Situation haben sie keine Chance, ne? Aber das ist auch die einzige Situation, in der sie keine Chance haben. Weil sie einfach die Besten auf der Welt sind. Ich liebe Sniper. Meine besten Freunde sind das. Hm. Darf ich euch meine besten Freunde vorstellen? Das ist Sniper 1, das ist Sniper 2. Und das ist Sniper 10 gewesen. Okay, Drohne, ich warte hier kurz. Okay, der kommt hier rein. Ich warte mal auf Drohne gerne, weil es... Nein! Mamma mia, quando ria!
So, den haben wir geholt. Easy locker flockig. Semtex dahin. So, danke für die freien Kills alle. Danke, danke, danke. Würde mich ja gerne mehr bei euch bedanken, aber es geht leider nicht, weil ich nicht zu jedem Danke sagen kann. Kann ich schon, aber will ich gar nicht. Oh, wir haben eine Drohne. Yay! Da kommt einer. Oh, den haben wir locker flockig bekommen. Oh, natürlich kommt da immer einer von irgendwo und killt mich dann wieder. Das ist immer... Oh, eine coole Waffe. Ich will die unbedingt spielen. Wehe, du... Oh, gut. Glück gehabt, Alter, dass ich jetzt nicht gestorben bin, weil ich will unbedingt ein bisschen mit der Waffe spielen. Weil die kriegen wir erst ab Level 55, also genau dann, wann das Road to Commander vorbei ist. Ist immer ziemlich scheiße, deswegen will ich die mal aufheben, wenn ich sie sehe. Kann ich mit der spielen ein bisschen, weil die ziemlich cool ist. So mein Vorbild und so, diese Waffe ist mein Vorbild. Wenn ich mal erwachsen bin, will ich so werden wie sie. Ist ja nicht so, dass ich schon 19 bin oder so, nein. Auf jeden Fall nicht. Na, da kommt der angelaufen, der Sniper. Mamma mia, Quandoria. Bam. In dein Ge- Oh, nicht schlecht von hinten, Alter. Boah, diese Sniper heutzutage immer dasselbe mit denen, ohne Scheiß. Ja. Oh, hi. Der hat gespawnt, was, ha? Ich bin auch immer so wie du. Bam. Okay, da kommt, da spawnt einer von hinten, von rechts, von links. Alter. Okay, hier gibt's einen Spawnpunkt. Lass uns den merken, okay? Weil hier werden wir uns ziemlich oft aufhalten, muss ich ehrlich gestehen. Muss ich so ganz ehrlich sagen, ne? Und den habe ich gehört. Der kommt von hier. Und den wollte ich auch bekommen, habe ich leider nicht bekommen. Was ziemlich schade ist, aber egal. Oh, ja, was geht? Wo bist du? Ich wollte dich töten. Danke. Mehr will ich gar nicht. Jetzt kannst du in Ruhe leben. Was? Moment mal, geht gar nicht. Du bist ja tot. Oh, guck mal, hier chillt einer. Bis dann. Yo. Oh, da ist einer hinter mir. Nice, gekillt hast du mich. Mit einer Secondary Waffe, obwohl du ein Sniper bist. Wieso spielen Sniper mit ihrer Secondary? Sollen die doch ihre 360 Trickshots machen, die sowieso zu 1% nur treffen? Bam. Mann, ich komme mir so vor, spiele ich gegen Bots? Habe ich noch was falsch angeklickt oder sowas? Hab das Gefühl, ich spiele gegen Bots, Alter. Die drehen sich so ganz langsam irgendwie. So sind die Spieler, wenn ich gegen die zur Aufwärmung spiele irgendwie. Guck mal, nicht einmal hat er mich getroffen. Nicht ein einziges Mal. Guck mal, jetzt kommt er hier raus wieder wie ein Bot. Ja, nur dass ein Bot in dem Moment besser getroffen hätte und viel schneller als dieser Spasti. Egal, keine ne, genau, Wörter. Hinter mir. Falsch. Shit. Komm schon, zeig dich. Zeig dich, mein Freund. Zeig dich, mein Freund. Zeig dich, mein Freund. Wo bist du nur? Da bist du. Yay, Party. Party links, Party rechts, Party Amtsgefecht. Schelle links, Schelle rechts, Amtsgefecht. Yeah. Wo sind die restlichen? Ich brauche nur einen Kill, Leute. Okay, wir machen den Kill so. Komm, wir können es schaffen. Yo, ich chille gerade. Da ist einer. Woo! Bam! Hä, was ist das da auf meinem Kopf? Ich glaube, ich sollte das mal ansehen. Oh, cool, eine Se Mann, wie dumm aber auch von dem, Alter. Wie dumm. Dummsack ist er. Dummsack. Dummsack. Okay, weil es gerade so viel Spaß macht, die übel Team zu trollen. Ich spiele nicht mal richtig, bin ich ganz ehrlich. Spielen wir noch eine Runde frei für alle. Frei für alle ist es einfach so, wenn man gewinnt, dann weiß man einfach, man ist der Beste. Das weiß man natürlich auch so. Aber ich spiele noch eine Runde frei für alle, obwohl ich es eigentlich bei zwei Spielen jetzt lassen soll, wollte, sollte. Was reimt sich auf sollte und konnte und wollte? Hä? Hä? Ihr habt keine Ahnung. Okay, können wir aufholen? Das ist die Frage. Stoppt das Video jetzt und schreibt in die Kommentare, ob wir aufholen werden. Mit 7 Kills, ja oder nein? Und zum Schluss schreibt ihr noch rein, ob ihr richtig lag. Genau. Dann haben wir richtig viele Kommentare zusammen. Bam. Von rechts. Bam. Ja. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, ob wir aufholen können. Übrigens, die Waffe gefällt mir ziemlich gut. Mann. Spiel mal, lern mal spielen, Digga. Was macht er da eigentlich? Mal sehen, ob wir den verfolgen können. So ein bisschen Trolling und sowas.
Haben sich auch ein paar Leute gewünscht. Und dann noch gewinnen, das wäre nice. Guck mal, er rennt die ganze Zeit da lang, wie so ein Behinderter. Nice. Ja, ich wollte ihn in der Ecke. Eckenglitch. Eckenglitch. Oh, da ist einer. Ja, gut gemacht. Mann, 3 zu 14. Mann, bekommt er schnell Kills. Der hat, alter Schwede. Also, da sag mal, was ist denn mit dem los, Alter? Ist er auf Drogen oder was? Mann, Alter, macht er schnelle Kills. Alter, was ist denn bei dem los, Alter? Mann. Was ist da los? Jetzt mal ehrlich, Alter. Wie schnell macht er denn? Ja, natürlich! Der campt da die... Oh, das reicht mir so. Der Penner! Boah, nee. Also, ich leg mich eigentlich nicht auf, ne? Aber eigentlich, guck mal. Guck mal, der... Alles klar bei dir? Chill mal dein Leben. Chill mal deine Base. Oh mein Gott. Was ist denn falsch bei dem gelaufen? Der macht dauerhaft Kills. Mein Gott, komm mal runter, Alter. Lass mich wenigstens Gleichstand kommen, Alter. Der ist die ganze Zeit hier, Alter, und macht dauerhaft Kills. Jetzt komm ich mal mit meiner Waffe, Alter. Ey, Sniper gegen Sniper. Sniper gegen Sniper, habe ich gesagt. Sniper gegen Sniper. Oh. Jetzt liegen wahrscheinlich die meisten falsch, weil sie denken, ich hole doch auf und so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so einen Irren in der Lobby habe. Der macht alles fertig. Oh, ja, die kommen von überall. Gangbang Party. Sniper Gangbang. Oh. Dieser Typ, Alter. Mann, ist der behindert, Alter. Oh! Scheiße! Alter Schwede, ich bin jetzt gerade ziemlich fertig, muss ich sagen. Ich schwitze wie ein Schweinchen. Nice, Alter, dieser Typ ist behindert, Alter. Der ist so pro, Alter. Der weiß genau, zu welcher Sekunde ich dort spawne. Ich würde mich nicht wundern, wenn er weiß, dass ich gerade hier bin. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Na tja, super geil. Mann, nice, Alter. Ey, ganz ehrlich, hätte ich gewusst, ne? Dass ich so einen Irren in der Lobby habe, der einfach alles weiß. Dann hätte ich mich doch gar nicht auf diese Wette eingelassen. Der ist so super gut, Alter. Mal sehen, vielleicht habe ich eine Chance, weil er die Killcam versucht zu bekommen. Nein, habe ich nicht. Ernsthaft nicht. Oh mein Gott, ist der krank, der Typ, Alter. Ja. Nice. Nice. Miriam Prime. Ich bin gerade auf Platz 820, 3547. 5721 Durchschnitt bestätigen. Ich bräuchte übrigens ein neues Intro. Ich will nämlich mein altes wahrscheinlich wieder nehmen. Aber halt mit einem anderen, mit anderen Animationen. Weil das andere schon so alt ist. Also es hat nichts mit der Vorgeschichte zu tun, mit Vivanato oder sowas. Sondern einfach, weil es schon wirklich alt ist und ich immer was Neues brauche. Okay, das klingt jetzt ziemlich komisch. Aber ich glaube, ich mache mal ein Video dazu, ne? Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Und scheiße, Alter. Er versucht aber die letzte Killcamp zu bekommen, so cool und sowas. Aber ich denke, das wird nichts, Alter. Bam! Turn around! Easy. Feindliche Konterdrohne in der Bam! Sniper Gangbang Party. Gott, der Typ ist wirklich gestört, Alter. Ja, definitiv gestört, ja. Und der macht auch den letzten Kill gar nicht. Der schläft ein, der ist eingeschlafen. Hat vergessen, dass... er hat vergessen, dass er noch einen Kill braucht. Und ist eingeschlafen. Ich muss die Chance nutzen. Ich muss die Chance nutzen und ihn aufholen. Okay, also merken wir uns das. Ich spawn anscheinend ganz gerne hier. Jetzt hat er auch 29 Kills, der zweite. Der würde natürlich unbedingt den Kill machen wollen. Wow, nice. Diesen Kill locker, flockig, easy aus der Flüste. Oh.
Wie zum Teufel habe ich jetzt noch gewonnen? Wow, ich schätze mal, sie haben eingesehen, dass ich der bessere Spieler bin und haben mich gewinnen lassen. Das ist genau das, was es, das ist genau die Wahrheit, ich wusste es. Okay, also, wer hat jetzt richtig geraten? Also, ich glaube, viele haben nochmal in den Kommentar gelöscht oder sowas, haben Nein geschrieben und dann habe ich doch gewonnen, weil ich einfach Ultra Pro bin und das war alles eine Täuschung, weil ich den Sniper die Kills bekommen lassen habe und dann habe ich extra nochmal aufgeholt, weil ich Hellseher bin. Ja, genau das ist der, genau, okay, alles klar. Ich bedanke mich herzlich für so eine Schamanze gefallen. Bewerte das Video auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben, denn damit unterstützt du mich immer mehr, als du denkst. Und schreib in die Kommentare, ob du richtig lagst oder nicht. Also zwei Kommentare. Zwei Kommentare und ein Daumen nach oben, das ist bestimmt zu viel für die ganze Community. Und abonniere und noch mehr Herausforderungen. Noch abonnieren dazu. Danny, was für Wünsche hast du denn? Abonniere jetzt, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao, ciao. Fragen stellen und anscheinend wird er jetzt wissen, wer ich bin. Ich werde es mal austesten. Denn, er wird mich...